Jeder erblindet, ist es nur eine Frage der Zeit. Daher mache ich das Video hier. Ja. Eine altersbedingte Makuladegeneration ist eine krankhafte Veränderung der Netzhaut bzw. dessen Struktur, dazu gleich mehr, sodass es zum Sehverlust kommt. Diese trifft jeden Menschen, es ist nur eine Frage der Zeit. Da die Menschen nicht gerade kurz leben, ja, ist das wirklich nur eine Frage der Zeit. Sie ist die Hauptursache für die Erblindung bei Menschen. 32% gehen jedes Jahr auf ihr Konto. Das sind 67 Millionen. Ein Land wie Frankreich sind betroffen. Und das sind nur die, die diagnostiziert sind. Die Dunkelziffer ist deutlich höher. Doch wie passiert es genau? Wenn Licht auf die Hinterwand des Auges trifft, das ist die Retina, die Netzhaut, diese besitzt sogenannte Photorezeptoren, Stäbchen, Zäpfchen, hell und dunkel sehen und farbig sehen, ja, kennen wir sicherlich alle noch aus der Schule, die Licht in Impulse umwandeln können und es an den Sehnerv weitergeben können. Ausgangspunkt der Krankheit ist nicht das Nervengewebe der Netzhaut, sondern eine Unterstützungsstruktur, ja, das retinale Pigmentepithel, also RPE auch genannt. Das ist eine Zellschicht, die als Lichtfilter dient, ja, da sie Melanin einlagert, ja, die bruschische Membran auch genannt, ja, die das Retina-Pigmentepithel von der Aderhaut trennt und die Aderhaut, die eine Bindegewebsstruktur aufweist, ja, hier entscheidend ist. Wird zu weit führen. Wir starten mal. Bei der altersbedingten Makuladegeneration erfolgt mit zunehmendem Alter eine nahezu fortlaufende Akkumulation des Lipofuszins. Das ist ganz wichtig, merkt euch den Begriff. Lipofuszin, blende ich hier mal kurz ein, in den retinalen Pigmentepithelzellen. Ja, der Funktionsverlust der retinalen Pigmentschicht ist auf die Lipofuszine zurückzuführen. Das sind oxidierte Proteine und Fette. Diese sind Produkt eines chronischen antioxidativen Mangels im Körper oder anders zu viel oxidativer Stress. Das Problem ist, diese lagern sich nicht nur an der Netzhaut ab, sondern für, und sorgen dann dementsprechend auch für Entblindung, sondern ebenfalls auch im Herzen. Da sind einige wohl auch blind vor Liebe. Ja, aber anderes Thema. So wie im Nervengewebe, ja, die zu degenerativen Nervenerkrankungen führen, ja, so wie auch in der Leber. Diese oxidierten Proteine und Fette sind Abfallprodukte, die nicht entgiftet werden können und sich im Areal niederlassen und so immer mehr Platz beanspruchen, so dass sie gesunde Zellen verdrängen und sie zum Absterben zwingen. Und das hier ist daher so wichtig zu verstehen. Ihr könnt dort vorbeugen und solltet dies dringend tun. Die Netzhaut besteht bis zu 65% aus der Omega-3-Fettsäure, DHA, und muss ständig erneuert werden, regeneriert werden. DHA trägt auch daher zum Erhalt der Sehkraft bei. Die Forschung ist sich sicher, die Omega-3-Fettsäure aus den Algen DHA hemmt diesen Vorgang, was extrem wichtig ist. Denn ich will im Alter noch sehen können. Im Rahmen der Women's Health Initiative, also WHA Study, ja, für die seit 1993 ca. 40.000 Ärztinnen und andere weibliche Mitarbeiter des US-amerikanischen Gesundheitswesens, ja, älter als 40 Jahre, rekrutiert wurden, erfolgte eine Befragung nach den Ernährungsgewohnheiten. Die Daten wurden auf die Prävalenz der AMD, also der altersbedingten Makuladegeneration, ja, und die Aufnahme der Omega-3-Fettsäure, DHA und EPA analysiert. Genau genommen reduzierte DHA den Sehverlust um 38% im Vergleich zu der Gruppe, die wenig DHA, Omega-3-Fettsäuren, konsumierte. Auch andere Meta-Analysen aus 6 Studien zeigten den gleichen Trend, statistisch signifikante Verbesserung. Es gibt auch Studien, die auch tatsächlich keinen positiven Trend zeigen. Man muss aber eins verstehen. Als allererstes wird niemals getrackt in diesen Omega-3-Studien, wie viel Omega-6 die Menschen konsumiert haben. Denn konsumierst du sehr viel Omega-6, die nutzen beide das gleiche Enzymsystem, Delta-6-Desaturase, und dadurch wird die Wirkung des Omega-3s gepuffert, weil sie beide durch einen Tunnel gehen müssen. Und wenn du zu viel Omega-6 konsumierst, kommt einfach zu viel Omega-3 an, auch wenn du etwas mehr davon konsumierst, und die Wirkung wird gepuffert.
Außerdem sind mindestens 2 Gramm pro Tag DHA-EPA notwendig, um eine wirklich richtig gute Wirkung zu erzielen. Auch das wird oftmals nicht erbracht in den Studien. Von daher bin ich da immer sehr, sehr skeptisch. Ja? Aber allgemein kann man sagen, dass EPA und DHA tragen zu einer normalen Herzfunktion bei, ja? Tragen zu Erhalt der normalen Blutdrucks bei, ja? Tragen zum Erhalt der normalen Triglycerid-Konzentration im Blut bei. Ja? So, das war alles EPA. DHA trägt zur Erhaltung einer normalen Gehirnfunktion bei, trägt zur Erhaltung normaler Sehkraft bei und ebenfalls sehr wichtig, nein, es ist kausal belegt, dass Leinsamen und Co., Chiasamen und so weiter keine messbare Wirkung haben auf die Omega-3-DHA-Konzentration im Blut. Das habe ich eindrücklich in einem älteren Video belegt, anhand von zahlreichen Studien. Einige Beispiele seht ihr hier nochmal kurz abgebildet. Billiges Öl ist oft ranzig und verschlimmert die Krankheit sogar, da statt ja, DHA, ja, funktionelle DHA, Omega-3-Fettsäuren, ja, oder dann, falls sie nicht vorhanden sind, dann werden gesättigte eingebaut, ja, aber oxidierte Fette eingebaut werden, die genau zu noch mehr Lipofuscinen führen. Ich verlinke euch gerne mal aktuell laborgeprüftes Öl mit dem tiefsten gemessenen Totox-Wert, den ich persönlich gesehen habe, ja, in Analysen. Viele nutzen das Norsanöl, das haben wir eingeschickt, original verpackt und versiegelt. So hat das unabhängige Labor es uns bestätigt und das Puracell-Algenöl in pharmazeutischer Qualität hatte einen doppelt so tiefen Totox-Wert und damit halb so viel Oxidation erfahren, was unfassbar ist. Dazu hat es deutlich mehr Wirkstoff an DHA und EPA. Daher nehme ich ein laborgeprüftes Algenöl, nicht Fischöl oder Fisch, da diese viel mehr Giftstoffe akkumulieren und Algen schadstoffarm sind, vor allem wenn es zusätzlich laborgeprüft ist, da sie auch in Tanks gezüchtet werden und nicht in verseuchten Meeren aufwachsen. Aber es gibt nicht nur das DHA-reiche Öl, sondern auch andere Antioxidantien, die klar das Risiko senken und einige Stoffe, die klar das Risiko erhöhen. Zumal wissen wir, dass DHA wichtig ist für die Erzeugung der Netzhautstrukturen und damit auch zum Erhalt von gesunden Zellen. Proteine sind wasserlöslich und Fette, naja, fettlöslich. Daher ist es entscheidend, genügend antioxidatives Potenzial im fettigen wie im wässrigen Kompartiment im Körper aufzubauen. Kurz gesagt, wasserlösliche Antioxidantien wären zum Beispiel Vitamin C. Hingegen fettlösliche Carotinoide oder alles, ja, sowas wie Alpha-Liponsäure, die beides ist quasi. Ja, das ist ein ganz spezieller Stoff, ganz toll meines Erachtens. In einer Studie aus dem letzten Jahr mit über 14.000 Probanden, die über 10 Jahre ging, zeigte ein weiterer Trend, genau das, was ich gerade gesagt habe. Bei mehreren Nährstoffen wird eine höhere Nahrungsaufnahme mit einem geringeren Risiko für das Fortschreiten der späteren AMD, also altersbedingten Makuladegeneration, in Verbindung gebracht. Dies gilt für Nährstoffe verschiedener Klassen, wie Mineralien, Vitamine, Carotinoide. Zitat aus der Studie. Da Nahrungsergänzungsmittel vorzugsweise vor neovaskulärer, altersbedingter Makuladegeneration schützen, könnten Ernährung und orale Nahrungsergänzungsmittel eine ergänzende Rolle spielen. Meine Meinung zu dem ganzen Thema ist folgende. Seinen Omega-6-Konsum im wortwörtlichen Auge zu behalten. Also wirklich Omega-6 im Auge behalten. Das ist ganz, ganz wichtig, ja. Das heißt, nicht zu viel Saaten essen halt, ja, zu viel Nüsse essen halt, ja, sondern die richtigen Nüsse zu essen. Macadamianüsse zum Beispiel halt, ja. So. Denn diese Omega-6-Fettsäuren blockieren die Bioverfügbarkeit von Omega-3 im Körper, gerade DHA und EPA, die nicht suffizient über die Nahrung aufgenommen werden können, ja, pflanzlich. Mit Fisch schon, doch diese zerfallen sehr schnell unter Hitze. Ein gebratener Fisch hat viele Transfette, ja, und nur mäßig DHA und EPA. Und DPA natürlich auch. Das ist so eine dritte Form. So. Die Datenlage ist durchwachsen. Ich persönlich gehe hier aber kein Risiko ein. Da es zusätzlich noch etlich weitere Vorteile für mein gesundes Leben allgemein bietet. Ja. Grundsätzlich konsumiere ich nur aktuell laborgeprüftes von Puracell-Algenöl, da es auf Schwermetalle, Pestizide, Erreger, Ethylenoxid untersucht wurde und den tiefsten mir bekannten Totox-Wert besitzt.
Antioxidantien haben viele starke Effekte auf unsere Gesundheit. Wichtig ist zu verstehen, die Lipofuszine bestehen aus oxidierten Proteinen und Fetten, die uns blind machen. Daher ist es wichtig, genügend wasserlösliche und fettlösliche Antioxidantien in seinem Lebensstil zu integrieren. Gemüse haben davon am meisten, sowie Beerenfrüchte, tierische Produkte haben sehr wenig. Um einige zu nennen, wie Vitamin C, OPC sind wasserlöslich, Carotinoide wie Astaxanthin, Beta-Carotin, Lutein, Zeaxanthin, ja, oder Q10 vor allen Dingen, ja, sind fettlöslich, ja, und da gibt es noch einige Superstars wie die Alpha-Liponsäure, die beides ist. Wasserlöslich und fettlöslich. Verlinke ich auch alles gerne mal unten, wer da Interesse hat oder einfach mal nachhelfen möchte auch, ja. Dann ist sehr wichtig Sport, denn da bildet der Körper selbst mehr körpereigene Antioxidantien, sodass man einiges wieder gut machen kann, was in der Ernährung fehlt, so ist es auch wirklich tatsächlich. Danke für die Aufmerksamkeit. Alle wichtigen Sachen verlinke ich euch nochmal unten und Produkte, wenn ihr Interesse daran habt. Beim nächsten Video sehen wir uns wieder in alter Frische und wir sehen uns, machen einen schönen Tag noch draus. Wir sehen uns, ciao.